Heute kümmern wir uns mal um den zweiten Teil der AFA Media Live Gamer Extreme und 2 LG X2 mit 60 FPS. Und alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist wieder euer Daki und heute geht es zum zweiten Teil der AFA Media Live Gamer Extreme 2 mit USB 3.0 und genaue Bezeichnung steht hier noch GC501, die kann 4K. Den zweiten Teil hatte ich euch ja versprochen. Die Krachlastlein bin ich vom Lüfter, von der Heizung zu entschuldigen. Ich will jetzt nicht frieren, ne? Das ist zu kalt. Und ja, wie man das Teil jetzt anschließt, welche Kabel man benutzen sollte, was nicht geht, meine Erfahrung damit, deswegen dieses Review nochmal, und wie man die Software einstellt, ein anderes Mikro benutzt, nicht von der, zum Beispiel wie bei der C920, dass man nur dieses doofe Mikro drin, dass diese Anfangsschwierigkeiten hatte ich am Anfang und das hat mir auch keiner erklärt. Außer ein Kollege, der hatte sich da ein bisschen noch schon mit beschäftigt gehabt, wie man das Mikro hinzufügt. Multi-Screen kann man damit machen oder Multi-Stream, Entschuldigung. Also man könnte auf Twitch und YouTube Livestreams damit machen. Und. Dann würde ich euch gerne mitnehmen, weil ich zeige euch nochmal, wie man das dann, wie gesagt, die Anschlüsse, welches Kabel man wie wo was benutzt und wie man das am besten handelt und das Ganze dann noch mit dem 4K-Hub zusammen, damit man wie bei uns zum Beispiel, ich das auf dem Fernseher nutzen kann, aber auch immer noch umschalten kann auf unseren HiFi 5, also 7.1 Receiver. Den hatte ich euch auch mal gezeigt. Na, und wie sich das Ganze verhält. Und wenn ihr Bock und Lust habt, würde ich euch gerne mitnehmen. Da zähle ich auf euch. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen dabei. In diesem Sinne will ich auch nicht mehr weiter quatschen. Wo geht's denn wohl hin? Ja, zum üblichen Hardware-Check. Jetzt kommen wir zur Konfiguration des Ganzen. Erstmal habe ich mir hier noch ein Telekom 3 Meter Kabel besorgt, weil ich das noch unterschleifen muss. Einmal mit Typ C und den USB 3.0. Ich hatte noch ein Anschlusskabel, wo auf beiden Seiten Typ C war, aber das hat nicht so richtig funktioniert. So, jetzt kommen wir zur Konfiguration des Ganzen. Hier hinten befindet sich der Switch oder Hub oder wie auch immer, der kommt von der Xbox und kann man hier umschalten, 1, 2. Das eine Kabel hier, der geht in den Eingang der Capture-Tune-Karte, also der AFA Media. Das zweite geht raus in Richtung Fernseher. Na? Die Box selber wird hier angeschlossen und greift sich das Signal dann auf dem PC ab mit der Software, entweder mit OBS oder mit der AFA Media Rental, glaube ich, heißt die Software. Dann haben wir den Anschluss 2, der geht auf den Receiver, um die Möglichkeit zu haben, nochmal über den Receiver den Sound voll mitzukriegen. Das heißt, man muss dann auf dem Receiver auch den einschalten, auf den Kanal gehen, wo der Eingang ist, sprich in diesem Fall Game, und muss dann aber auch auf dem Fernseher oben auf den HDMI-Kanal umschalten. Aber die Box greift trotzdem weiter ab. Das Ganze können wir gleich nochmal live erleben, wie man das macht, na? Damit ihr erstmal seht, also wie das alles funktioniert. Hier Eingang, dann rein in die Box, Abgang zum Fernseher, befindet sich hier und da nochmal in den Receiver.
Nochmal ganz kurz, Eingang von der Xbox. Die beiden Ausgänge 1 wird in die Box genutzt. Ausgang 2 in den Receiver. Und der Abgang zum Fernseher, dass man dann auch ein Bild hat. Und ich schieße das Ganze jetzt mal an. Das Kabel musste ich mir besorgen, weil meine Box ja nur ein bisschen länger weiter weg steht vom PC. Die beiden Sachen, Kabel und den HDMI-Switch, das ist auch 4K, den verlinke ich euch wieder in der Videobox. Der kostet, glaube ich, 10. Das Kabel kam auch so um die 10 oder 14 Euro. Auf jeden Fall gute Sache, das. Ich mache das kurz fertig und dann erleben wir das Ganze nochmal in Echtzeit. Ja, hier ist jetzt normal, also das heißt auf dem HDMI 1. Wir schalten jetzt dazu auf den Receiver um, gehen hier auf Game. Bewegen uns mit Source hier auf den Receiver. Sorry, das war verkehrt. Den AV. Und müssen jetzt auf 2 umschalten. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Und siehe da, 2 läuft jetzt über den Receiver. Wie gesagt, ihr müsst natürlich die HDMI-Kanäle anwählen. Und dann kann man hier auch hin und her schalten. Das ist dann kein Problem mehr. Was wichtig ist, ist, dass die Box wirklich läuft. Also sprich, dass der PC an ist. Sonst habe ich das, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert. Auch mit der Umschalterei nicht. Ihr bekommt kein Bild. Das heißt, wenn ich jetzt die Box abstelle, das machen wir einfach noch mal kurz. Nee, jetzt geht's doch. Hatte ich manchmal das Gefühl, dass das nicht richtig hinhaut. Aber es hat doch funktioniert. Was wichtig ist, die Box-Kontrollleuchte, das zeige ich euch jetzt nochmal, muss grün sein, beziehungsweise blau sein. Wenn sie jetzt abzieht, leuchtet sie erst rot und vom roten muss sie auf blau umschalten. Dann ist der Treiber auch installiert. Solange das nicht geschehen ist, passiert natürlich nichts. So, jetzt gehen wir gleich mal auf den Bildschirm und greifen uns das Signal ab und dann zeige ich euch das nochmal direkt auf dem Bildschirm. Was ihr machen müsst und wie auch immer, was ihr machen müsst und was ihr machen könnt, ne? Dann bis gleich bei mir auf dem Bildschirm. So, ich starte das immer als Admin, weil es manchmal so ein bisschen abzackelt und dann kommt da die Ansicht, sonst kackt das manchmal halt ab. Esprit Recentral ist da so ein bisschen komisch, hilft auch die beste Version nichts mehr. So, dann könnt ihr da noch die einzelnen, hier sieht man mich jetzt selbst über die eine Kamera, die habe ich hinzugefügt oben. So, jetzt sind beide zum Beispiel drin, wenn man das dann ganz links sieht man das. Und da, wo dieses Pluszeichen ist, könnt ihr dann auch die einzelnen Gerätschaften hinzufügen. So kann man das groß und kleine machen. Na, da ist dann nochmal die Einstellung, wo er jetzt die Mix, und das zeige ich euch. Und das ist halt, das ist jetzt hier out of order, das ist mit Absicht so getan. Das können wir auch löschen. Das seht ihr gleich jetzt hier im Video. Na, und man sieht auch die Ausschläge, wie man das kann man aussteuern. Alles kein Problem. Also wir löschen das Teil jetzt da unten erstmal, kurz angemerkert und weg ist das Teil. Na, und man kann jetzt auch wieder, ich mache das nochmal, damit ihr es sehen könnt. So, und jetzt plussen wir das Ganze, ne? Und ja, hier kann man nochmal das eine oder andere Häkchen wegmachen. Man kann Kameras ausblenden. Das geht aber noch einfacher, zum Beispiel den Ton oder wie auch immer, ne? Aber wir plussen das gleich nochmal. Auf jeden Fall, wo war das jetzt? Hake ich jetzt ein bisschen zu viel rum? Okay, gut. Hier plussen wir das Ding nochmal und dann nehmen wir uns das Rote aus Auswahl und dann haben wir unten unseren Anschlag und können das ganze Ding jetzt schließen. Na, schließ doch, Dagi. Na los, schließ. Ja, gut. Und ja, dann haben wir das geschafft und haben unser eigenes Mikro ausgewählt. Hier kann man ausgewählt und kann dann nochmal die Aussteuerung, kann man sich da oben auch nochmal einstellen. Wie hoch es ausgesteuert werden soll und. War eine schwierige Sache. Der Odins Test hat mir da so ein bisschen weitergeholfen, damit wir das dann ganz auch auf gebacken kriegen.
So, hier können wir dann auch nochmal die einzelnen Gerätschaften zufügen. Da kann man das eine Videos oder was man da so alles machen kann, dann, ne, auf Device und Kamera, Web und ne, Bilder und. Also hier haben wir unseren Stream, ne? Da können wir auch Multistreamen, da müssen wir natürlich dann in den Einstellungen auch die einzelnen Multistreams-Codes eingeben. Also sprich die Schlüssel und den, ne, die man da hat. Dann hat man auch, kann man multimäßig da auf Twitch und sowas streamen. Habe ich aber leider noch nicht ausprobiert, mache ich aber demnächst mal und dann werde ich das auch nochmal zeigen. Hier in den Einstellungen kommen wir dann in die Grundeinstellungen, dauert immer so ein bisschen. Allgemein, was es da so gibt. Ne, da glaube ich, kann, ja, da kann man oben dann auch die Sprache einstellen. Ne, kann das aktivieren oder nicht glätten. Hier nochmal die einzelnen Befehle anklicken, kann sich dann die F-Tasten dementsprechend zulegen. Und hier halt eben, na, kann man die Stream-Schlüssel dazu bewegen. Na, das muss ich oben dann nochmal ausblenden gleich, damit ihr das nämlich nicht sehen könnt. Gut, bis dahin soweit sind wir dann bei den Einstellungen gelandet. Hier ist dann natürlich die Gerätschaften, hier kann man sich noch sein Cover ausdrucken, ne? Und das habe ich deaktiviert, das HDCP-Überprüfung, das mag er manchmal nicht, dann laufen die Streams nicht oder die Aufnahmen nicht und das mag er dann halt nicht. Das habe ich deaktiviert, das habe ich so rausgefunden. Und dann habt ihr eigentlich schon die großen Einstellungen. Hier sind nochmal die Videos, die ihr dann aufgenommen habt, findet ihr dort wieder, ne? Und wenn ich jetzt mal kurz rein bin, ins eine andere, was ich da so als Probeaufnahmen gemacht habe, um das mal wiederzugeben. Ne? Das war halt mit einer Scheißkamera, aber die Qualität mit der dementsprechenden Kamera ist dann natürlich wirklich anders. Und ja, hier kann man ja auch gleich sagen, löschen und dann ist, kann das auch alles markieren, wird den ganzen Blödsinn los. Das war mein Kameratest. Ne? Also irgendwie schon eine ganze tolle Sache. Und hier sind wir dann auch schon nochmal auf der Streambox, da kommen wir dann gleich nochmal hin. So, jetzt starte ich erstmal die Xbox, damit man das auch sieht. Ne? Und dann, da kann man unten rechts wieder dann noch mit Save, da kann man dann auch Textmarker setzen, Zeitmarker und weiß der Kuckuck was. Ich musste dann das Ganze nochmal irgendwie killen da. Ne? Da habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt, weil wir meistens dann doch mehr OBS benutzen. Ja, es ist halt immer so eine kleine Notlösung, bis ich da eben 20 Mal hin und her geklickt habe, so gesagt, okay, bla bla bla, ne, nicht mehr dran. Ja, und jetzt kann man wieder auf Rekord. Da habe ich so ein bisschen eben nochmal umgesetzt, aber ansonsten kann man das sehr gut nutzen, das Programm, wenn man jetzt kein OBS benutzen will. So nochmal im Groben, aber das ist eigentlich alles recht einfach. Ja, wir kommen jetzt hier auch langsam zum Ende meines meiner Erklärungsstudie. Ne? Hier links, wo ihr mich seht, da kann man auch die Kameragröße noch verstellen. Ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen weitergeholfen. Im Groben ganz sollte noch Fragen sein, bitte immer die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns dann doch gleich zu meiner Endbesprechung, ne? Auf im Studio B. Dann bis gleich. Nun sind wir zurück von unserer kleinen Einrichtung und wie ihr gesehen habt, ist das eigentlich gar nicht so schwer. Also die Software ist sehr gut aufgebaut, nutze sie ganz gerne. Gut, man kann OBS benutzen, aber was ich hier toll finde und was wir ja irgendwann mal beabsichtigen, ist zum Beispiel live zu streamen mit auf YouTube und auf Twitch. Das werden wir nochmal angriffen für Games. Na, dann will ich mal auf den Support von AFA Media zu sprechen kommen. Den fand ich jetzt nicht so toll. Ich habe eine Anfrage gestellt. Die haben mich irgendwie auch nicht verstanden, trotz Google Englisch Übersetzung. Aber es war nicht zu klären, wie man da ein Mikro zufügt. Wer hat es mir erzählt? Das war unser mein Kollege, also auch ein YouTube-Kollege, der das ausprobiert hat. Der liebe Odins-Test. Danke dir. War dann eigentlich relativ einfach zu machen. Man fügt das da hinzu und habt ihr ja gesehen,
eigentlich keine schlechte Sache. Die Software ist wirklich super aufgebaut. Ansonsten die Karte, also als Externe ist es natürlich toll, weil man sie auch jetzt hier mit ins Studio nehmen kann und ich kann wechseln. Ich kann für die Zukunft jetzt auch hier Aufnahmen machen. Das wollen wir jetzt demnächst mal mit der 360er probieren. Leitung läuft ja auch relativ flüssig hier, dass wir die Xbox 360 mitnehmen und mal gucken, ob wie das funktioniert, ob wir hier mit 36 Mbit im WLAN klarkommen. Schauen wir mal. Da gibt es auch noch mal einige Tests, ob das überhaupt machbar, technisch ausreicht und machbar ist. Ja. Ansonsten kann man über die Karte nichts sagen. Ich bin sehr zufrieden. Was ihr unterlassen solltet, wenn euch angeboten wird, im Software-Update die Beta runterzuladen, mach es nicht. Also ich habe so viele Treiberprobleme gehabt und dann kann man die Software nicht offen. Ich werde euch nochmal, habe euch ja gezeigt, dass man sie gleich als Admin ausführen soll, dann hat man da kein Theater. Also das sind so Kleinigkeiten, die müssen Sie mal ausmerzen. Ich denke nicht, dass es an meiner Maschine liegt. So viel mal dazu. Also da müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten, Affamedia. Ist mal so ein Kritikpunkt. Ne? Ansonsten, tolles Teil, bin sehr zufrieden. Gut, Logo kann man sich da auch noch austauschen. Und was mir ja nun wichtig war, dass das Ding 4K macht. Wir sind ja jetzt voll auf 4K. Ja, ich habe schon an den Videodateien gesehen. Die Kamera läuft ja gerade. Ja, und das ist schon ein Sahnestück. Da muss ich mir wohl noch größere Speicherkarten bringen. Ja, das war's so mit meinem Review. Ich kann das Ding nur weiterempfehlen. Von mir den Daumen hoch. Alles die Herstellerseite packe ich euch wieder in die Videobeschreibung. Und den Amazon-Link natürlich auch. Derzeitiger Preis 150 Euro. Kann man sich nicht beschweren. Ja, ich habe leider mehr bezahlt. Wie auch immer. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch und hat euch Spaß gemacht und hat vielleicht was gebracht. Habt das leichter beim Einrichten. Ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden. Wie üblich, nächste Video ist schon am Start, wie immer. Wir haben noch so viel am Start. Ne? Und was wollte ich denn noch sagen? Jetzt habe ich den Faden mal verloren. Kann mir auch nicht. Wir lernen ja keine Texte. Ja, wie gesagt, nächste Video ist schon am Start. Ich check jetzt aus, das müsst ihr an dieser Stelle auch tun, wie üblich. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich zähl euch auf euch und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, na, sonst damit ihr auch kein Video verpasst. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder und da freue ich mich schon drauf. In diesem Sinne, bye bye, adios und auf Wiedersehen und bis zum Tschüss. Nächsten Hardware-Check.